herzlich willkommen zur heutigen Sunday League hier im wunderschönen Windischleuber. Wir begrüßen euch bei sonnigen 18 Grad, leichte Bewölkung und es ist relativ windstill. Ihre Kommentatoren sind heute Marco Winter, Thomas Goetz und ich, Robin Etzold. Nummer 8, Adrian Bauch. Bauer. Bauer, Adrian Bauer. Der Organisator. Oh mein Mensch, der Gott! Nicht. Und an der Stelle nochmal Props an Adrian. Wow. Alter Olli, viel zu spät. Mann, Olli. Hey. Ich hab nicht gespielt. Wir nehmen auf, wir nehmen auf. Wir nehmen auf. Ich bin gerade dazu gestoßen. Der Trikot ist drin in der Kabine. Oliver Bieber. Nochmal Dankeschön an Adrian Bauer für die Organisation. Super lieb von dir und wir sind jedes Jahr super, super gerne dabei. Wir hoffen, das bleibt erhalten und wird weiter so gehen. Okay, weiter geht's. Mit der Nummer 9, Marco. Ja. Nummer 10, Fritz. Spitzner. Nummer 11, Felix. Bittner. Nummer 13. Christian. Klaassen. Also ich musste erst. Ne? Nummer 13, Marc. Heimer. Nummer 15, Julius. Schubert. Nummer 17, Jonas. Brenner. Spielt übrigens zum zweiten Mal. Respekt. 20, Tim. Hiller. 23, Jesse. Kmoch. Nummer 31, Dominik. Bollack. Nummer 39, Robin. Weber. Nummer 42. Jakob Dittmar. Dittmar! 99 Christian! Hartwig! Und es geht los. Viel zu viele Namen eigentlich. Muss viel zu viele Namen. Pünktlich zum Anstoß. Fertig. Die Hütter sind bereit. Ich, Team Adrian fängt, glaube ich, an. Und der Anpfiff wird gleich ertönen. Ich hoffe, der Schiedsrichter ist genauso gut wie bei uns. Nämlich gar nicht. Und Adrian mit dem Anstoß. Ich kann gerade nicht reden. Inter Molbitz im Ballbesitz. Mit 30 Sekunden Ballbesitz bisher. Machen das überragend. Lassen die Bude erstmal laufen. Halt deine Rostbank. Und es wurde gepasst. Und nochmal. Und. Ja, das Mittelfeld behauptet erstmal den Ball. Jetzt kleine Unsicherheit, aber sie bleiben Ballbesitz. Es sieht so aus, als hätten hier wirklich eine Taktik. Also, es wird hier hin und her gespielt, als ob die schon öfter miteinander spielen. Vielleicht haben die schon mal trainiert, weiß man nicht. Sehr, sehr stabil aus. Bisher 100% Ballbesitz hier unter Molkert. Ich hoffe, das ändert sich heute nochmal auf das Spiel. Also, es wird schön hin und her gespielt. Das hat bei uns ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Sie haben klare Spielzüge. Wow. Und sie sind vorne mit dem Ball. Es wird geschickt, aber leider dringt er nicht durch. Okay. Adrians Team rennt vor, flankt rein und er nimmt ihn an und er schießt und! Das war ein Knaller hier. Das war sogar Adrian. Das war, glaube ich, Adrian. Wer war das? Adrian, ja? Adrian Bauer, ein Zeichen absoluter Wahnsinn. Wahnsinn, wie er es macht. Keine zwei Minuten. Und er hat wieder den Ball. Wird er wieder was machen? Und er spielt zum Gegner. Keine Ahnung. FCS mit dem Ballverlust. Es geht wieder vors Tor. Aber der Hüter spielt mit. Christian Klaassen am Ball mit der 13. Er flankt rein. Jemand nimmt den Ball an und er kommt nicht zum Abschluss. Wird gestürmt. Oh. Chance vereidet. Der Ball geht zurück. Nun geht's Richtung Indermolbitz. Nun geht's Richtung Indermolbitz. Besser. In welche Richtung geht's? Richtung Indermolbitz. Immer ich noch. Glaube, Team Ost kann auch nur nach Osten, oder? Was machen blauer wir? Ball. Nach Seitenwechsel. Wie flanken. Flankt rein. Aber abgeblockt von der Nummer 17. Jonas Brenner. Jetzt Adrian Bauer wieder zum Ball. Hat ihn leider wieder verloren. Blau wieder im Ballbesitz, also Inter Molbitz. Molbitz ist schwarz-rot. Ah, dann Kalle hat leider den Ball verloren. FC Ostern mal. Und es wird im Mittelfeld gespielt. Und FC Molbitz, Adrians Team. Ich bin nach vorne. Gerade vorm Tor. Aber kein Abschluss. Christian Klaassen am Ball. Und er schaut eine Möglichkeit. Wollte zu Adrian spielen, kam leider nicht an. Und jetzt FC Ost am Ball, oder? Ja, FC Ost am Ball. Oh, und Christian Klaassen schon wieder am Ball. Wunderbar. Wahnsinn. Und spielen hin und her. Jetzt mit der 11, der Bittner. Auf rechts außen. Der will rein flanken. Ich sehe aber nichts mehr. Was? Ja.
Ja, die Mauer stört ein bisschen. Wenn ihr die Mauer ein bisschen zur Seite drücken könntet. So, wir sehen leider nichts, aber ich denke mal, ein Wurf. Ja, ein Wurf. Und? Schade. Team Ost wieder am Ball. Und Konter. Digga, das Mikrofon ist hier. Die Nummer 11. Oh, und? Und? So, Inter Milan? Nee, Inter Molbitz. Inter Molbitz am Ball. Und wir reinflacken, aber wurde leider gestürmt. Gestört. Man muss schon sagen, gute Anfangsphase von Inter Molbitz. Muss man schon eindeutig spielbestimmt, geben den Ton an, kamen schon zu ein paar Chancen. Leider nichts wirklich Zählbares dabei. Schwierige gerade. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Schauen aber wir mal. Thomas, kurz, jetzt mal deine Einschätzung heute hier von dem Spiel. Was denkst du? Wie wird es ausgehen? Wer wird gewinnen? Also ich denke, Inter Molbitz, klare Chancen. Spricht für bis jetzt alles für die, oder? Spricht gerade alles für die. Ballbesitz auf jeden Fall. Und kommt zum Abschluss und der Hüter. Also wie bereits gesagt, Kevin Baumann mit der Nummer 2. Ist das der Torhüter? Ich glaube schon. Ich dachte, Toni Hüter. Da müsste es sich halt machen. Einer von denen hat auf jeden Fall gehalten. Und Blau mit dem Konter knapp verfehlt. Wir müssen ein bisschen besser. Da ging es mal ganz schnell nach vorne von FC Ost. Aber wie bereits gesagt, Inter Molbitz, klare Ballbesitz, schöne Pässe, schöne Spielzüge auch. Blau nur aber auf Konter. Müssen sie eindeutig besser stehen als bei solchen Dingern wie jetzt, wenn sie sich da überlaufen lassen. Das kann mal ganz schnell nach hinten losgehen. Das kann gefährlich werden. 1-0, ganz dreckig. Das stimmt allerdings. Wenn die das ausnutzen, war's das. Ich hasse es mit Marco zu kommentieren, Alter. Apropos. Guter Einstieg. Okay. Aber direkt abgefangen und wieder FC Ost am Ball. Renn aufs Tor, aber gute Abwehraktion. Von Molbitz trotzdem bleibt der Ball bei FC Ost. Flagge vor das Tor und Tor! Damit ist das erste Tor! Und die mitgereisten 17 Zuschauer! Das Ganze hier ist ein Hexenkessel und alle drehen durch. Geschossen hat die Nummer 4, Moritz Lott! Ich habe nichts gesagt, außer Recht. Lang. Aber wie gerade besprochen, ne? In der Defense hat es ein bisschen gehakt, ne? Und dann so ein dreckiges 1-0. Dreckiges 1-0, kurz durchgesteckt. Ich habe gesagt, da muss man doch mal jetzt aufpassen. Da ist der Ball durch die Hände gerutscht und zack, war er drinne. So, Anpfiff. Die Verteidigung von Ost macht bisher keine so gute Aufgabeleistung, aber ja, Sturm, also wie eine Biene. Wie eine Biene. Die will anvisieren stechen. Und stechen. Die will stechen. Anvisieren und stechen. Ich glaube, Team FC Ost hat einen kleinen Höhenflug. Die greifen gleich wieder an. Die wollen das Ding auch gewinnen. Ding ist aus der Ball. Ein Wurf für Molbitz. In der Molbitz. Wie viele Zuschauer sind hier heute eigentlich? 54? Ich zähl mal. Ich denke ausverkauft. 54.000 ungefähr. Okay. Also typisches FC. Nee. Schleuber-Spiel. TSV. Das kennt man sich im Stadion von Windisch Schleuber. Immer ausverkauft, alle Plätze belegt. Okay, FC Molbitz will das 1-0 ausgleichen und wird eingeschossen. Und die Nummer 15. Und Julius Ecke. Schubert über rechts außen. Ecke. Schade, da war mehr drin. Unser Assistent geht nach vorne, um zu schauen, wie die Situation aussieht. Sehr verbesserungswürdig. Wie fandest du den Schiri im ersten Spiel? Ganz kurz, FC Ost, sehr gut durchgespielt. Nun, Sturm aufs Tor. Wird aber weggedrängt von Jonas Brenner. Stabile am Ende Leistung. Keine Chance gehabt für FC Ost. Ja, Thema Schiedsrichter, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass wir überhaupt einen haben an der Stelle, muss man schon mal gesagt haben, macht auch nicht jeder gerne. Außerdem schwieriger Job, ne? Aber ich ganz muss kurz, sagen... Ganz kurz, Schubert, nein, schafft es leider nicht. Also nicht ganz wurde kurz. Wurde lang geschickt, langer Ball, ja, aber gut gedacht, aber der Stopp ist zu spät und ist auch einfach zu langsam. Muss man sagen.
Seiten aus. Hinter Molwitz hat nun Einwurf. Bietet sich auch keiner richtig an. Warte, Jan Kunze? Ah, warte, falsche Teams, aber nur. Thomas Gutz hat den Ball. Und über die Seitenlinie wird der Ball von Inder Molwitz gehalten. Oh, Christian Klaasen, eine schöne, schöne Flanke. Jetzt muss er nur noch kommen. Schafft er es? Und ich glaube, Ecke. Also, ich glaube, an diesen Torhüter ist heute kein Vorbeikommen. Molwitz. Laurent Madier von Rodin. So, wir haben einen Gast mit dabei. Lea Winter, wie schätzen Sie gerade diese Lage ein? Oh, schwierig. Danke für diese Aussage. FC Ost am Ball, aber wird übernommen von Inder Molwitz. Nun geht es wieder Richtung Tor. Oh. Gut ausgetrippelt. Julius Schubert rechts außen, aber verliert leider den Ball. Nun hat wieder FC Ost. Da muss, da, Oma, da muss es Oma ekelhaft werden. Ganz einfach. Oh, bin da hingefallen. Kein Gegner in Sicht, aber trotzdem hingefallen. Felix Bündner. Oh, wartet. Nummer 10 hat den Ball. Was macht er? Wieder reinschießen. Er rückkommt und schießt und übers Tor. Felix Büttner scheint auch die Multinocken anzuhaben. Also ich glaube, das ist ja nicht die richtige Schulwahl heute. Fand ich auf dem Platz? Schwierig, schwierig. Ich glaube, er überlegt auch gerade. Aber keine anderen Schuhe hat er bestimmt dabei. So, Nummer 10. Ah. So, es geht weiter. Vor uns steht hier Lukas Sosinka. Eigentlich Kapitän der Mannschaft von Altenburger Allstars. Aber der hat nicht mal mitgespielt, oder? Ja, ja, brüstet sich hier mit 8-2-Sieg, aber hat nicht mal mitgespielt. Wahnsinn. Weiß ich nicht, ob man sich so blicken lassen könnte. Schwach. Aber das Team von Minischlauber Füchse, von Thomas Gurz, hat sich heute stabil gezeigt. Zuschauerliebling, Taktik Schildkröte, auf jeden Fall empfehlenswert. Aber hat halt viel Verletzungspech, ne? Ja. Kein Hüter, Ersatzhüter, aber auch noch verletzt. Aber der Hüter war absolute Spitze, der eingesprungen ist. Also normalerweise hätte das Spiel eindeutig höher ausgehen müssen, aber der Hüter hat viele Chancen verfehlt. Alle, eigentlich alle. Bis auf 8. Alle bis auf 8 hat auf jeden Fall gut gehalten. Und hier ist der Ersatzhüter. Ey, da kann man auch mal spielen, ey. Was ist denn mit dir? Ja, wirklich, ganz kurz. Hier gerade zu Gast ist unser eigentlicher Torwart von den Windschleuber Füchsen, Alexander Pitzold. Sag doch mal gerne Hallo. Hallo. Was ist denn mit dir passiert? Warum konntest du denn heute nicht teilnehmen? Weil ich mich verletzt habe beim Fußballspielen. Das ist sehr ärgerlich. Wir wünschen dir auf jeden Fall gute Besserung, eine schnelle Genesung, dass du beim nächsten Spiel danke, in 20 danke, Tagen danke, dabei sein kannst. Danke. Kein Problem. Kein Ding, ey. Schönen Tag noch, ciao. Oh, sehr herzlich. War das gerade vor? Die waren nicht da. Da werden die Zuschauer ja ausgerastet, das hat man mitbekommen. Die stehen schon wieder im Weg. Casey, wir müssen mal, die Truppe muss mal ein bisschen weiter nach links. Wir sehen hier absolut gar nichts. Gut. Sosinka, das geht auch an dich. Ich sehe ohne. Wo ist denn der Ball hin jetzt? Achso. Ja, sieht stark nach Stürmer voll aus. Wenn der Molwitz wird am Ball, machen das Ding erstmal ruhig hinten raus mit einem flachen Pass und versuchen langsam das Spiel wieder aufzubauen. Rede. Ja, Pass nach vorne, ziemlich steil, wollte ihn schicken, wurde leider vereitelt von der Nummer 23, Martin Trübker. Ja, FC Ost erstmal am Ball, machen das Ding erstmal hinten rum. Der Hüter leicht in Bedrängnis, schlägt das Ding einfach steil nach vorne mit 237,6 km/h. Gut angenommen, jetzt wurde er geschickt hier, die Nummer 11. Ne, 10, ne, doch 11.
Ach, das ist die Wildcard. Haben wir leider keinen Namen dazu, außer Wildcard. Wir nennen ihn einfach André Wildcard. André Wildcard mit einem guten Ball nach innen. Nummer 4. Jetzt wird hier gespielt im 16-Meter-Raum. Tiki-Taka. Keiner hat so wirklich den Ball, aber irgendwie trotzdem alle. Sehr unübersichtlich, aber Christian Klaassen macht heute ein überragendes Spiel. Holt den Ball weg, macht einen Laufpass auf die Seite auf Dominik Vollack. Der behauptet die Nummer 31. Spielt in die Mitte zurück nach Klaassen mit der Nummer 13. Ja, Inter Molbitz macht das Spiel gut hier. Also das 1-0 ist sehr gut verkraftet. Jetzt geht es wieder hinten rum. Mit der steiler Pass nach vorne. Auf die 15. Das ist Julius Schubert. Versucht die Flanke. Nimmt den Verteidiger gut aus. Spielt dann aber leider den Hüter an. Ja, das war ein klassischer Rückpass eigentlich. Jetzt wieder Ost am Ball, aber Christian Klaassen hat das Ding gut vereitelt. Ja, schauen wir mal, was hier wird. So gut, da muss man ja gar nicht hingucken, ne? Du machst das so gut. Ich muss erstmal wieder Luft holen. Ein Sauerstoffzelt für unseren Kommentator. Also können ja einige mal so gut hier spielen, wie er kommentiert. Heieiei. Kannst dich leider nicht behaupten. Es wird gepfiffen. Felix Wenzel, auch letztes Jahr eine sehr starke Saison gespielt. So, Freistoß für den FC Ost. Wer führt denn den aus, Robin? Das ist eigentlich nur FC Ost Piet, FC Ost oder nur Piet FC ist nur der Captain, das ist sozusagen... Maria Martin, nee, Martin Trübner. Martin Trübner wird den Ball ausführen, den Freistoß. Langes Ding nach vorne geschickt, Richtung Grundlinie, kam einmal auf, genau auf der weißen Linie, dann leider um aus. Tja, das Ding kann er nur mit dem Moped holen. Bist du beim Radio? Aber ihr könnt gerne unseren Podcast einschalten, die zwei Schlauen und der Dumme. Bist du beim Radio? Das ist geil, die Zuschauer schauen gar nicht mal aufs Spielfeld. Geht einfach. Jetzt wieder unter Molbitz am Ball. Tut gut im 16-Meter-Raum kombinieren, halten den Ball. Ah, jetzt leider gestoppt vom FC Ost. Spielen wieder gut hinten raus. Mit der Hacke mitgenommen, aber leider zum Gegner. Guter Doppelpass. Jetzt geht's nach vorne. Wird er gestoppt vom Kapitän, von Schuss. Piet. Schuss, aber puh. Von der 23. Ein Glück haben die ein Auffangnetz, oder? Was sagst du, Thomas? Der war direkt in die Hohle gegangen. Bei Robin braucht man gar kein Spiel gucken. Adri behauptet guten Ball gegen zwei Gegenspieler. Wahnsinn. Schickt dann seinen Mitspieler auf der Außen. Und? FC Ost. Stabil hinten, denkt man gar nicht so, aber da ist kein Durchkommen bei der Abwehrkette. Wahnsinn. Jetzt die 37, Felix Wenzel treibt das Ding nach vorne, sah mir ziemlich stark nach einem Foul aus, aber naja gut, der Schiri, der hat ja schon beim ersten Spiel nicht so viel gesehen. Robin. Ey, Robin, das sieht genauso aus. Achso. Junge! Achso. Rocket Raccoon. Dachs. Ja, ich wollte ein ganz schöner Dachs im Tor, aber war mein erstes Spiel im Tor. Da kann man auch guten Neil lassen. McLovin hier, Fritz Spitzner am Ball. Und? Kombiniert sich durch, soll er mal reinkommen, was für ein Ding hier. Aber leider wieder kein Vorbeikommen. Soll er mal reinkommen jetzt, oder was? Es geht weiter.
McLaren, Fritz Spitzner wird am Ball, versucht hier, alter Routinier, viele Jahre beim Motor Altenburg gespielt. Ja, sehr drahtige Beine, sehr drahtiger Typ, aber was er spielt, ist gar nicht drahtig. Eher so kofferhaltig. Marco Winter, es ist zwar Frühling, aber was sagen Sie zu diesem Spiel bisher? Ich bin überrascht. Beide Teams eigentlich ziemlich gleiches Niveau, halten sich gut, schöne Pässe auf beiden Seiten. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut bisher. Wäre schön, wenn Sie die Leistung so halten können. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Besser. Und nun, Inter Molbitz wieder am Ball. Die 99. Abgefangen. Die Abwehrkette ist ein Bollwerk. Das ist der absolute Wahnsinn hier. FC Ost, man nennt sie auch FC Verteidigung. Wir hören einfach auf. Defense. Wir gehen aus der Stage raus. Schüchtern! Okay, weiter geht's. Ich sag dir nur, wer die gerade den Ball hat. Welche Nummer? 10. Ich finde, Adrian macht das ganz geil. Ich sollte vielleicht mal einen Jobwechsel in Erwägung ziehen, oder? Radio. Passt, siehst du. Robin, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ja, das Spiel hat sich ein bisschen beruhigt hier. Ziemliche Dümpelei im Mittelfeld. Jetzt mal ein Einwurf gewesen von Inter Molbitz. Hintenrum wechseln sie die Seiten. Jetzt ein kleiner Vorstoß über die Mitte am Mittelkreis. Langes Ding nach vorne, eigentlich gute Idee, aber der Stürmer war ein bisschen zu langsam. Zu spät antizipiert. Das könnte man auch als Hand pfeifen, aber der Schiri hat wieder nichts gesehen. Die Nummer 11, die Whitecourt, André Whitecourt setzt sich da gut in der Mitte durch, lässt zwei Mann stehen, passt gut nach außen. Aber sein Mitspieler mit der Nummer 5, Saria Dagestani, lässt leider das Ding liegen. Ja gut, 99, verteidigt ganz gut hier hinten. Tristan Hartwig, Mensch, den hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel heute hier, außer hier einmal stehen, aber gut. Adi, falls du wieder einen Kommentator brauchst, du hast meine Nummer. André, White Card. So, FC Ost wechselt. Ach nein, das sind der Molbitz. Die Nummer 7 geht raus. Jonas Wolf. Dafür wieder Dominik Vollack im Spiel. Tja, von denen hat man sich heute auch mehr erwartet. Leider nur 10 Minuten durchgehalten. Da sieht man, der spielt wahrscheinlich nicht so oft Fußball. So, wo sind denn meine Co-Kommentatoren hier? Marco Winter, Thomas Goth. Kurzes Päuschen gemacht, mussten uns kurz hydrieren. Nach unserem legendären 8:2 Niederlagenspiel ging uns kurz die Pumpe. Aber lag nicht an uns. Also ich denke, das war der Schiri, oder? Das war's noch mit unserer Werbepause. Gesponsert heute von Pure Altenburg Luca. Wunderbar. Danke auch nochmal an Winde Schleuber, dass dieser Platz heute hier gesponsert wird. Ich glaube, wir müssen nicht bezahlen, oder? Ja, gestellt wird, dass wir nur wenig dafür bezahlen müssen. Ja, war eigentlich schon viel. Aber ja, letztes Jahr hatten wir da schlechtere Bedingungen in Luma. Ohne Linien. Ohne Linien, quasi auch ohne Tore. Ich habe gehört, Sie haben voriges Jahr ein überragendes Tor gemacht. Ja, war ein stabiles Eigentor, aber leider sehr ungünstig. Da stand ich leider vor dem Tor. Der Ball kam auf mich zu und ich wurde dann von Johannes Gabler von hinten so geschubbt, dass ich meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ja, da war ich Gast im eigenen Körper und dann war einfach drin.
Da war oh, vorne, Adrian Bauer. Knapp drüber. Ganz knapp übers Tor. Ah, Latte kaschiert, zumindest von 1 Meter Entfernung. So, FC Ost wieder von hinten. Bauen das Spiel auf mit der Nummer 2, Kevin Baumann. Baumann. Christian Klaasen, also der ist heute Wahnsinn. Wobei jetzt mit dem ersten Ballverlust, aber macht weiter, kämpft sich den Ball zurück, kann ihn weitergeben an die Nummer 20, das ist Tim Hiller. Ja, also Inter Molbitz fängt sich. Jetzt die Nummer 31 am Ball, Dominik Vollack zieht einfach mal ab. Aber der Hüter hat ihm einen Nachfassen. Ja, wahrscheinlich einen gelehrten Hüter, nicht so wie die Windeschleuber Füchse. So, Einwurf. Also, ja, ich glaube, das Tor war bisher der einzige richtige Höhepunkt, oder? Adrian Ball am Bauer, aber nee. Langes Ding vorbei am Hüter, an Freund und Feind. Geht weiter, jetzt Ecke. Ecke ausgeführt von der Nummer 13. Wen anders als Christian Klaasen? Und Windeschleuber ist ein Hexenkessel. Adri Bauer mit dem Tor. Wahnsinn. Der Ball fliegt am Freund und Feind vorbei. Und wer soll da anders stehen als Adri Bauer, der ihn ganz locker mit der Innenseite einschiebt? Wahnsinnsding. Und da steht es 1-1. Absolut verdient. Absolut verdient, muss man sagen. Also Inter Molbitz, das Tor gut weggesteckt. Sie machen jetzt deutlich mehr Druck. Müssen ein bisschen mehr auf die Stiche aufpassen von FC Ost. Da sind sie wie eine Biene, wie eine Wespe. Robin, gib doch noch mal kurz mal durch. Wie viel steht es denn jetzt genau? 1-1. Also 1-1, aber ich würde eher sagen 1-1 für Inter Molbitz, weil die machen hier wirklich das Spiel. Spannender hätte man es nicht gestalten können, oder? Definitiv, Herr Winter. Aber das liegt genau. Und die 23 setze ich da gut durch von Inter Molbitz. Jesse Kmoch. Geht weiter. Nächster Schuss, aber der Hüter, der macht heute wirklich seine Aufgaben. Jetzt ein kurzer Schlagabtausch im Mittelfeld. Die Mannschaften können sich nicht so richtig einigen, wer jetzt den Ball kriegt. Anscheinend will ihn keiner haben. Aber dann guter Ball von Klaasen, der den Witter durchsteckt. Sehr abseitsverdächtig, aber der Hüter ist eher am Ball als der Stürmer. Klaasen schon wieder am Ball, schickt jetzt seinen Mitspieler mit der Nummer 20, Tim Hiller. Ah, ganz schönes Geplänkel dort. Tiki-Taka 1, 2, 3. Und letztendlich der Hüter am Ball, der ihn abschlägt. FC Ost erstmal wieder raus aus ihrem eigenen Strafraum. Ja, und da war mehr drin. Also der Stürmer von FC Ost war da ziemlich weit vorne, hat den Ball leider nicht bekommen. Da war der Verteidiger besser. Soll ich halten? Marco, ich brauch dich mal. Wo? Da. Hier in unserer Mitte zwischen Thomas und mir, Marco, steht seine Lebensabschnittsgefährtin oder Freundin und meine Cousine Lea Marie Winter. Rufname Marie. Ja. Wie schätzt du das so ein als nicht so erfahrener Fußballprofi? Ich bin wirklich begeistert von der Aufwendung, wie die das hier alle machen, ist super. Ich meine vom Fußballspiel jetzt. Genau. Lea geht dann auch. Gut, ich glaube, die fragen wir auf gar keinen Fall. So, ich kenne sie nicht mehr in der Familie. Thomas ist ab sofort wieder Single. Das war ja richtig unangenehm, Lea Marie. Naja. Okay, gleich ist Thomas tot. Ich würde das Ganze übernehmen.
Einwurf von FC Ost. Noch am Ball. Das können wir machen, Thomas. Gute Idee. Es geht in die Verteidigung von FC Ost. Haben ihn sicher. Jonas Wolf. Versucht ihn abzunehmen, gelingt ihm nicht. Seiten aus. Adrian Bauer mit der Nummer 8. Macht einen Einwurf. Tim Hiller steht frei. Julius Schubert zeigt an, er soll nach vorne spielen. Aber nichts gewordene. Und nun ist es knapp. Aber in der Molbitz nach wie vor am Ball. Gut gemacht, Glück gehabt. Der Ball geht nach vorne. Immer 15. Übernimmt. Rennt weiter, aber wird ausgelaufen. Leider nur eine Rückgabe zum Tor. Der Torwart kann Christian regeln. Adrian Bauer rennt und hat ihn. Nun sucht der Anspielpartner. Wer steht frei? Ist es Christian Klaassen? Ach, der war auch sehr frei gerade. Keiner greift an. Wahnsinn. Aber Ball wird abgenommen. Vom FC Ost. Ausgespielt. Christian Klaassen versucht ihn einzuholen. Gelingt es ihm? Leider nicht. Pass auf die 11. André Whitecard. 99 am Ball. Dribbelt nach vorne. Ist am Mittelfeld. Sucht den Pass. Er dribbelt. Das sollte man eigentlich nicht in der Mitte machen. Passt ihn dann doch schlussendlich. Leider ein bisschen zu stark. Geht auf die Ecke zu. Und in der Molbitz kann regeln. Nach wie vor am Ball. Flanke Richtung Tor. Aber aus. Nun Abstoß. Von FC Ost. Es gibt auch einen Spielerwechsel. Ich glaube auf beiden Seiten. Und da geht auch der Captain Adrian Bauch. Adrian geht raus, wie es scheint, und rein kommt dafür jemand anderes. Kann leider die Nummer nicht erkennen von hier. Ich brauche Robin, den kurzsichtig. Abstoß. Christian Klaassen am Ball, treibt ihn. Legt vor, die liegt Nummer auf 20. Tim Hiller schießt. Und? Vorne. Und? Gelingt nicht. Aus Ecke. Meinst du, es war eine Ecke? Ja. Ich vermute, aber ich glaube, der Schiedsrichter sieht wieder falsch. Nee, tatsächlich. Der sieht gar nichts. Tatsächlich zeigt er auch Ecke an. Ein Wunder. Ich mal hier sagen. Geraten. 50-50. So, Hintermolbitz führt aus, Ecke. Kommt gut in die Mitte reingekurvt. Alle gehen zum Kopfball und leider abgefälscht. Ist das eine erneute Ecke? Wir werden es nie erfahren, weil die Mauer ist genau vor uns. Es schaut aber so aus, alle positionieren sich so, suchen sich freie Plätze, bedrängen andere Leute. Es sind ja sechs Mannschaften. Ja. Aber heute Glück gehabt mit dem Wetter, muss man sagen. Oder, Thomas? Also am Anfang hat es noch geregnet, jetzt mittlerweile Sonnenschein, ein bisschen bewölkt, absolut gutes Fußballwetter. Und? Es geht weiter. Die Ecke wurde ausgeführt. Im 16er Raum wird noch ein bisschen rumgespielt. Aber Inter Molbitz hat immer noch den Ball. Christian Klaassen am Ball, der hat einen guten Schuss tatsächlich. Passt ihn dann doch. Flitzer auf dem Spielfeld, Flitzer auf dem Spielfeld. Was ist hier los? Das Spiel eskaliert komplett. Oh mein Gott. Warum hat er die Hose ausgesucht? Und das sieht der Schiri natürlich. Mach doch mal was! Warum tut der Schiri da nicht mal pausieren? Naja, der steht auch schon noch sehr lange ein. Nun geht's weiter in der Molbitz am Ball. Wir sehen nichts mehr. Alles hält sich aber vorm 16er vom FC Ost aus. Ball wird durchgereicht, aber reicht am Ende des Tages leider nicht für einen sauberen Abschluss. Wirklich, jetzt könnt ihr euch wieder auf qualitativ hochwertigen Content freuen. Das Spiel ist ganz schön langweilig geworden hier. Nur noch dieses Mittelfeldgedümpel. Ah, ich habe mir heute eigentlich schon mehr erwartet. Ja, am Anfang war ganz schön Druck dahinter, muss man sagen. Man merkt schon die ersten Ermüdungserscheinungen. Das ist aber leider so, das bleibt nicht aus. Ich meine, viele hier sind ja auch keine aktiven Spieler. Da knallt im Mittelfeld. Aber zwischen zwei. Und da ist das Tor. So, Matschi,
steht es verdient 2:1 für Inder Molbitz. Tim Hiller mit der Nummer 20. Setzt sich da gut durch, mit Außenriss einfach in die Ecke gespielt. Macht er gut. Guter Mann. Hat sich angebahnt, das 2:1. Ja, absolut verdient, aktuell. Aber es ist natürlich auch nichts verloren. Ich weiß gar nicht, wie viel Spielzeit wir noch haben. Gute 10 Minuten und noch eine zweite Halbzeit. Da kann man das Spiel schon drehen. Da ist noch alles. Da ist alles. Alles. Ich erwarte ja eigentlich noch Großes heute. Vor allem die zweite Halbzeit könnte nochmal sehr interessant werden. Ich bin gespannt auf die Halbzeitansprachen, wie die beiden Teams aus der Kabine kommen heute. Beide können wir da nicht mit rein. Oder? Wir gehen einfach mal mit rein. Das Kabel ist zu kurz. Wir holen einfach mit rein, wenn ihr den Laptop mit. Genau, und geben euch ein Update in der zweiten Halbzeit. Mittendrin statt nur dabei. McLovin wird da am Ball. Trippel zu viel. Ah, Trippe zu viel. Das hat doch früher besser gekonnt. Das sah gefährlich aus. Und das dritte Tor von... Sieht aus wie Dominik Vollack mit der Nummer 31, glaube ich, war das. Aber muss ich sagen, hätte der Hüter eigentlich haben können, weil es ist so gut geschossen. Klar, flach, Aufsetzer, bisschen eklig, aber ganz schöner Hoppelball, kein Druck dahinter. Bisschen aus wie unser Hüter heute. Aber unser Hüter, der war ja auch verletzt. Ne? Also. Ich glaube, es sind tatsächlich auch nur Ausreden, aber wer weiß das schon. Also mit einer Zerrung, ne? Ja, das sagen sie. Mit einer kleinen Zerrung, muss man dazu sagen. Mit einer großen Zerrung, muss man dazu sagen. Ich glaube, es war eine kleine Zerrung im großen Zeh. Oder eine große Zerrung im kleinen Zeh. Unterm Strich, nichts Wildes. Nichts Wildes. Man könnte ja auch sagen, es waren einfach zu viele Chancen. Hätte unser Mittelfeld und unsere Verteidigung heute mal ein bisschen mehr gemacht, dann hätten wir nicht so viele Torschüsse kassiert. Ja, das lässt sich dann immer leicht die Schuld verschieben. Am Ende des Tages haben wir verloren, wir sind ein Team. Egal, wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel in der Molbitz gegen FC Ost. FC Ost scheint langsam Trübsal zu blasen. Adna. Die Stimmung wird dunkler, so wie die Wolken am Himmel. Die Sonne ist schon verdeckt, weil da ist wieder kein Durchkommen. Wobei, das scheint ein Foul gewesen zu sein. Stürmerfoul von André Wildcard. Ich glaube, Max Juckel macht hier hinten auch einen guten Job in der Tür der Bräterbude im Verkaufsstand. Er hat sich heute ganz schön ausgeruht hinten der Abwehr bei den Windeschleuber fixen. Jetzt wieder FC Ost am Ball. Ah, wieder ein Fehlpass nach vorne, den konnte McLovin gut abfangen. Aber die Nummer 99 von FC Ost, Adnan Khaled, macht heute auch ein gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Ganz schön eklig am Ball. Sieht man gefühlt überall heute auf dem Spielfeld. Ja. Vorne sowie hinten. Die Hauptkarriere quasi vorprogrammiert. 20 Jahre jünger und er hätte Christian mal Klaasen. Zweite Liga spielen können. Ja. Aber Christian Klaasen, muss ich auch sagen, bin ich sehr überrascht. Christian Klaasen, sehr, ja, sehr, sehr guter Spieler. Auf jeden Fall. Geht immer zum Ball, sieht die Lücken. Jetzt Moch am Ball mit der Nummer 23. Ja, steckt ihn gut durch. Wie sein Zahlenvetter Raphael van der Vaart zu seinen besten Zeiten oder David Beckham. Beide gute Spieler damals mit der Nummer 23. Ja, Knoch macht das genauso. Guter Mittelfeldathlet. Jetzt wieder ein Schuss von Inter Molbitz, aber der Hüter hat ihn sicher gehabt. Jetzt langer Abschlag nach vorne. Aber die Nummer 99 hätte ihn eigentlich sicher gehabt. Lässt das Ding ganz schön beschissen durch hier. Also den muss man eigentlich fest haben, so eine Kirsche. Aber behauptet ihn, kämpft sich da hinterher. Holt den Ball wieder. Guter Ball ins Mittelfeld zu McLovin, der ihn weiter gut durchsteckt auf die Nummer 20. Immer wieder dieser Tim Hiller hat ja heute auch schon ein Tor gemacht. Dieser Christian auf Wolf Christian Ball. Wolf mit der Nummer 7. David Beckham hatte auch mal zwischendurch die 7, ne? Also, oder CR7, ne? Machen das gut heute. Christian Klaas versucht sein Glück, schießt Abfälscher und übers Tor. Ja.
McLovin am Ball. Wird von hinten gestört, wird von hinten gestört. Kann Ball behaupten. Bleibt dran, bleibt dran. Ganz schön viele Hände dort am Trikot gehabt, aber setzt sich weiter durch, bringt den Ball jetzt auf Kmoch, der zieht einfach mal ab und haut das Ding in den Giebel rein. Wahnsinn, Wahnsinn. Die eigenen Spieler greifen sich an den Kopf, können es eigentlich kaum fassen, aber tja, Kmoch, der scheint das wahrscheinlich jede Woche zu machen, also der hat das mit Fassung genommen, das Ding. Lächelt da ein bisschen, lässt sich feiern, aber tja, Wahnsinn, Wahnsinn. Haben wir den heute hier unterschätzt? Kmoch? Kmoch? Mit der 23? Ich will gerade so Spielstand angucken. 4-1. 4-1, glaube ich. 4-1 war das jetzt für Inter Molbitz. FC Ost eigentlich gut gestartet hier in die Partie. 1-0, aber jetzt Inter Molbitz schießt sich langsam warm. Was ein Wahnsinn. Jonas Wolf probiert. Scheitert knapp am Hüter. Aber macht ihn doch noch rein. Keine Ahnung. Tja, der Abpraller kam zurück und dann. Sah aus wie Oberschenkel. Einfach mal den Oberschenkel erhalten. Also manchmal muss ein Tor nicht schön sein, manchmal muss ein Tor einfach nur drinnen sein. Ist nun mal so. Ist quasi mit dem Ball einfach ins Tor gelaufen. Genau. Schön gewinnt kein Fußballspiel. Siehe Franck Ribéry, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Gehen wir doch mal drauf ein. Jetzt hier Ehrengast Oliver Bieber hat sich hier bei uns in die Kommentatorenkabine eingefunden. Herr Oliver Bieber, was sagen Sie denn zu dem heutigen Spiel hier? Ich habe schon Besseres gesehen, aber es ist doch ein gutes Gekicke hier. Man kann nicht meckern auf hohem Niveau. Also erste Bundesliga war hier auf jeden Fall überfordert gewesen. Also. Aber das war jetzt ein Paradoxon. Also Sie haben Besseres gesehen, aber erste Bundesliga wäre überfordert. Also das verstehe ich jetzt nicht. Herr Bieber, denken Sie denn eigentlich, dass Sie hier bei diesem Niveau hätten mithalten können? Schwierig, also ich habe schon mal Bundesliga gespielt, das ist schon, ja. 3 Jahre her. Aber, also ich hätte den Ball schon mal getroffen, das ist schon mal was. Man muss immer sehen, ne? Man kann nur in die Zukunft gucken. Nur verlieren. Man kann nur in die Zukunft gucken. Also, der Herr Bieber hat uns da einiges voraus. Ist anscheinend ein Seher. Ein Wahrsager. Herr Bieber, wenn Sie nur in die Zukunft schauen können, was denken Sie, nachdem es jetzt hier 4-1 steht, wie wird das Spiel ausgehen? Es wird auf jeden Fall ein brachiales 6-2. So brachial wie deine Oberarme? Ja, die könnten ein bisschen größer sein, aber. Naja gut, warten wir mal ab. Schauen wir mal, was wird. Was wird. So, zurück zum Spiel. Tja, verpasst haben wir bis jetzt in den letzten 2,5 Minuten nicht viel. Wir haben noch genau 0 Sekunden auf der Uhr. Schiri pfeift pünktlich ab, genau nach 45 Minuten. Obwohl, naja, scheint erstmal bloß einen Freistoß zu geben. Lässt anscheinend doch länger laufen. Weiß nicht, was er anzeigt. Sieht nach 4 Minuten Nachspielzeit aus. Geht da noch was für Ost? Ein Anschlusstreffer vor der Halbzeit wäre eigentlich ganz wichtig. Nummer 22? Nee, Nummer 23. Martin Trübker wird das Ding reinbringen. Wir heben uns schon mal bei dieser Spannung. Langer Ball nach vorne, auf dem langen Pfosten. Ah, André Whitecourt mit der Nummer. Ach nee, das war ein anderer, das war. Torhüter. 42. Mal einen Daumen weg. Adnan Jakob Khalid. Jakob Dittmar. Ach, Jakob Dittmar. Ja, der hat gesehen, das Ding geht vorbei, braucht ja gar nicht erst hingehen. So, Kmoch wird da am Ball.
macht auch ein gutes Spiel, hat sich selber schon mit einem Traumtor belohnt, gibt weiter auf Tim Hiller, oh, starker Pass auf Jonas Wolf mit der Nummer 7, geht alleine aufs Tor zu, aber aus zu spitzen Winkel leider nur gegen Pfosten. Da war mehr drin, wäre da noch einer mitgelaufen in der Mitte, einfach mal reingesteckt, das Ding quer vors Tor oder auch mal ein bisschen straffer, kann da immer jemanden anschießen, kann immer reingehen so ein Ding, aber wollt ihr auch selber machen, leider zu spitz. Ecke getreten, guter Kopfball von der Nummer 13, Klaasen, leider vorbei. Langer Abschlag, Ost weiter am Ball, auf die Außen mit der Nummer 3, Laurent Madier van Rodon. Hat auch den Ball leider verloren. Jetzt Konter, langes Ding, geschickt auf die Tim 20, Hiller. Tim Hiller setzt sich da wieder überragend durch, geht alleine auf den Hüter drauf zu, steckt durch, auf Adi Bauer, Adri, da war mehr drin, da war eindeutig mehr drin. Christian Klaasen am Ball, sucht den Anspielpartner, findet ihn auf der linken Seite, wird reingeflankt und wird noch ein bisschen getribbelt, bisschen zu sehr, schießt einfach mal, Hüter hält. Hätte man vielleicht mal reinflanken können. Ja, einfach mal so ein Ding aus der zweiten Reihe, eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich meine, der Hüter hat schon vier reingelassen, vielleicht war es noch ein fünftes. Ja, genau. Sag mal, wie der Schiri eigentlich nicht langsam abpfeifen. Ui. Schön 48 Minuten auf der Uhr, aber der denkt gar nicht erst dran. Sogar mehr als 48, da sind die erst eingelaufen. Und Christian Klaasen am Ball, sucht wieder Anspielpartner, findet ihn, Jonas Wolf mit der Nummer 7, weiß nicht, ob es abseits war, Schiri pfeift nicht. Und er alleine vom Hüter und ausgeguckt, den Hüter klassisch verladen und mit dem 5-1 ertönt der Abpfiff. Eine lange Pause und ein paar Probleme, fängt das Spiel jetzt auch tatsächlich an, Anstoß für Team Ost. Wie gesagt, Team Ost kam raus, Kopf nach unten, sah tatsächlich nicht so gut aus. Da war Team Molbit auf jeden Fall viel aktiver, kam raus mit Elan und man sieht es gleich, rücken direkt auf Team Ost. Team Ost weiß nicht wohin mit dem Ball, versuchen sie über nach außen, aber da steht schon der Nächste und aus. Ja, unter Druck geraten und schon geht der Ball ins Aus an der Molbit jetzt mit dem Einwurf. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was langsam wird. Langsam gegen Abend wird die Prise kühler. Aber wir hoffen, hier geht's heiß her. Nein, doch. Null einmal. Doch. Ja, viel cooler als bei uns. Und dann war ich rechts hinten Verteidiger und so, es hat was? Gar keinen Sinn gemacht. Nee, deswegen haben wir dann später auch so im Sturm, Alter. Weil wir die ganze Zeit gewechselt haben und dann. Und dann hat Seeler den Titel so gecoacht. Was hast du im Sturm? Ah, ich auch. 10-0. 1. So, Spiel geht zwar weiter, aber die ersten Fans verabscheiden. Ja, die ersten abscheiden tun ja bestimmt auch einige was von sich. Aber verabschieden sich langsam gegenseitig. Adri Bauer raus auf die Nummer 7 Wolf. Der hat Platz, geht vorne rein in den 16er, bleibt in Ballbesitz. Gegen drei Mann, schließt ab. Knapp vorbei. Eieieiei. Macht er gut dort vorne. Lässt drei Leute stehen, bleibt in Ballbesitz, hat dabei ein bisschen Glück, aber leider trotzdem verloren. Jämmer.
Du warst auf einmal weg hier. Oh, scheiße. Gut, sehr gut. Wünsche dir viel Spaß. Dir auch, danke. Wir waren ein bisschen beim Zuhause. Im halben Jahr schon. Fritz Spitzner, McLovin fängt im Mittelfeld den Ball ab, köpft ihn nach vorne. Leider zum Torhüter. Block nicht mehr gespielt. Der unter Bedrängnis spielt seinen Mann an. Aber unter Mollbitz, haben Motor da auch Probleme hinten drinnen. Jetzt die Nummer 6 von FC Ost am Ball, Christopher Hüttich. Bringt ihn gut, nein, halb Flanke, halb Schuss, knapp am Giebel vorbei. Gibt es aber leider Abstoß und wieder Ballbesitz für unter Mollbitz. Ja, wobei sie jetzt gewonnen haben am Wochenende. Ne? Ja, mal sehen. Ja. Nimmst du noch Radler, ja? Ja. Robin nimmt noch Radler. Die Stimme muss ja ein bisschen geölt werden. Tim Hiller verteilt schon wieder im Mittelfeld die Bälle. Jetzt Klaasen glücklich wieder am Ball. Marschiert, steckt gut durch. Aber leider zu weit. Den konnte Wolf nicht mehr erreichen. Ja, Christopher Hüttig erkämpft da gut den Ball im Mittelfeld. Steckt nach außen durch. Sein Kollege hat da leider ein bisschen Probleme bei der Ballannahme, kann ihn nicht kontrollieren. Deswegen in der Mollbitz wieder am Ball. Die Nummer 7, Wolf, hat er gut verteidigt. Jetzt wird erstmal ruhig hinten rumgespielt hier. Heimer auf der Außenbahn. Ja, steckt gut auf Adri durch. Kurzer Doppelpass mit McLovin. McLovin tänzelt hier seinen Gegenspieler aus. McLovin allein gegen 3, bringt ihn an Heimer. Heimer zurück auf Klaasen mit der Nummer 13. Klaasen durch die Mitte durch. Gegen 3, gegen 4, bringt den Ball an. Aber Adri verliert ihn leider vorne. Merci. Was ist denn jetzt hier? So. Entschuldigung, so. Ich habe den Radler geholt, Robin. Dankeschön. Deswegen war ich gerade leider. Kurze Kreativpause für Marco Winter, aber jetzt ist er wieder da. Ich meine, wir können ja hier unseren besten Kommentator nicht dursten lassen. Stimmt's, Robin? Das ist richtig. Richtig. So, Einwurf von FC Ost. Der steht schön frei. Marco Winter, Sie sind hier. Und schön wird's wieder kalt. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. In der Mollbitz wieder vorne am 16er, schließt ab. Da war ein Mann im Weg und da gibt's Ecke. Aber auch starke Ecken bis jetzt gesehen von in der Mollbitz. Alter. Junge, was geht denn bei dir? Was soll ich denn aufmachen? Hier, Robin. Wenn sie sich. Danke. Eckball. Rausgeköpft. Jetzt Vorstoß nach vorne. Vorstoß nach vorne, aber da ist wieder Klaasen. Klaasen heute einfach überragend. Ich will keine Kuh mehr in meiner Nähe haben. Ich will nicht mehr lästern. Oh!
Leo Grieche fällt hin. Tor ist frei. Mit diesem Dulli habe ich einfach Abitur gemacht. Vor allem der Spiegel. Das ist einfach übelst. Hi, und es geht weiter. Hey. Quatsch, geh mal weiter jetzt. Ich hatte mal einen Radler, das ist schon wieder. Das geht ja ultra schnell. Einwurf für Untermolbitz. Klaassen mit am Ball, bringt das Ding rein. Leider zu weit weg vom Tor. Da ist Jan Kunze da. Holt das Ding raus. Verliert ihn aber leider wieder. Jan Kunze. Ach so. Digga, nee, falsche Seite. Tut mir leid. Und Nummer 10 versucht's mit McLaren und. Ist das der Wildcard oder was ist das? FC Ost. 11. Die haben gar keine 11er drauf. Gut kombiniert am Mittelfeld. Oh, das ist in der Ecke. Eckball für FC Ost. Wird langsam mal Zeit für ein Tor? Wird Zeit für ein Tor, lässt gerade ein bisschen nach. Ich glaube, die beiden Teams haben sich ein bisschen eingespielt, wissen, was die anderen machen, welche Spielzüge sie machen. Oh! FC Ost mit der Großchance, aber der Hüter. Wahnsinn, wie hat er das Georg Ding gehalten, ey? Georg Grieche. Erwartet man auch so. Konter nach vorne, Adrian Bauer am Ball mit der Nummer 8. Sucht einen Mitspieler. Das hätte man auch faulen können. Behauptet trotzdem den Ball. Steckt ihn da ein bisschen schlecht durch nach vorne auf Nummer 20. Tim Hiller. Wer sonst? Tim Hiller. Immer noch Tim Hiller hier heute. So, Tim Hiller am Ball. Versucht etwas zu machen. Versucht die Flanke zu finden. Spielt auf Adri, aber kommt leider nicht zum Zugriff. So, jetzt Konter von FC Ost. Moritz Lott hat da ganz schön Druck gemacht hinten raus. Seitenwechsel. Christopher Hüttig. Schade. Zu ungenau. Jetzt Wechsel. Mal gucken. Frische Leute werden jetzt reingebracht. Viele Stunden schon vergangen. Wir können noch eine spannende 30 Minuten erwarten. Definitiv. Wahrscheinlich war es noch nicht mal eine Viertelstunde, weil unser Filmer, der war ja nicht da. Der hat sich ja wieder Zeit gelassen. Einfach fort. Einfach los. Böse Zungen behaupten, er hat Durchfall. Ja. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir so stehen. Christopher Hüttig mit dem langen Einwurf. Aber unter Molbitz, die machen das schon abgeklärt. Also die sind wirklich... Wobei jetzt wieder mit dem Ballverlust, kleine Schwäche hinten raus, aber dann Befreiungsschlag, langes Ding, sogar auf Wolf, der fast zum Ball gekommen wäre, aber die Nummer 3 von FC Ost, Laurent Madier von Rodon, holt das Ding dort hinten gut raus, verteidigt gut. Lange Flanke für FC Ost. Bringt den rein, schießt leider die Nummer 2 einmal an. Abfehl. Und das war ein Foul. Das war ein Foul. Habe ich wollte ihn da mit der Außenrist dort nein schwenken, das Ding, aber ja, wurde gefoult. Kann man pfeifen. Mach's gut. Sehen wir jetzt endlich das lang ersehnte 6:2. Oder 2:6. Der Ball kommt gut, aber genau auf den Hüter. Schade. Kunzi,
So, FC Ost rennt weiter an. Wir wollen ja heute noch was reißen. Unser Sager Oliver Bieber ist auch wieder am Start. Hat mal wieder die Kusche voll. Also die Bratwürste in Windelschleiber scheinen auch zu schmecken. Oder Herr Bieber, was schmeckt wunderbar. So eine gute Schlange. Ja, also. 20 und Tor. Ui. Total verpasst. Das Tor? So schnell. Tor. Was, die Nummer 20? Tim Hiller. Tim Hiller. Ja, wohlverdient. Macht heute wirklich ein Klassenspiel. Vorne sowie hinten zu sehen. Schon eine Vorlage gehabt. Jetzt ist sein Tor endlich gemacht. Wahnsinnstyp, Wahnsinnstyp. So, und das ist das 7:1 für Inter Molbitz. Warum musst du nicht sagen, Wolf? So, jetzt kann man langsam spielen. Schon mal hier ein bisschen Thesen aufstellen. Inter Molbitz, ist das ein Finalkandidat? Stark. Starke Frage an Thomas Goetz. Ah. Kommt jetzt eine starke Antwort. Also Finale steht auf jeden Fall Windelschleiber Füchse. Also zur einen auf jeden Fall Windelschleiber Füchse, gar keine Frage. Aber mit wem? Mit wem? Ich würde es Adrian auf jeden Fall gönnen. Adrians Team, absolut stark. Mein absoluter Favorit. Sympathische Leute am Ball. Spielen fair, keine Verletzungen. Spielen taktisch, einwandfrei. Sehe ich super, super, super gerne. Auch ein paar Inaktive dabei. Aber wird es reichen? Und da ist das nächste Tor. Schon wieder verschlafen. Wer hat es denn nun schon wieder gemacht? Nein, niemand. Der wollte so einen Rückpass, der wollte den Ball annehmen und er flutscht einfach unter die Füße. Wow. Durch. Wow. Tja. 8-1. 8-1. Das kennen wir, oder? 8-1. 8-1. Wir kommen den 12:3, dem vorhergesagten, immer näher. Vivian Hüttisch mit der Nummer 7 am Ball. Jetzt geht's weiter im Mittelfeld über Saria Dagestani. Jetzt spielen sie hinten rum. Jetzt spielen sie hinten rum. Versuchen erstmal wieder ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Der FC Ost. Jetzt Christopher Hüttisch am Ball. Witter Ballstaffette gut entgegengekommen. Und der Verteidiger lässt das mal entstehen hier. Jetzt guter Ball nach vorne. Und Inter Molbitz kann sich nur helfen, indem sie den Ball ins Ausklären. Langer Einwurf mit der Nummer 3. McLovin lässt ja erstmal im Mittelfeld wieder einstehen. Jetzt wahrscheinlich gleich den zweiten. Nein, oh, entscheidet sich doch mit einem Pass zu Dominik Vollack für die sichere Variante. Oh, Dominik Vollack mit dem Fehlpass. FC Ost am Ball. Treiben den Ball voran im Mittelfeld. Gut geschickt nach vorne. Ah, nimmt das Tempo raus. Das sollte man vielleicht auch einfach mal durchgehen, nach vorne durchstarten. Fünfer macht gut mit hier, der Fünfer. Saria Dagestani, auch schon oft gesehen heute hier. Macht ein gutes Spiel. Ja. Ja. Dann ist das halt so. Na gut, okay. Einverstanden. Was ist denn mit dem Kameramann? Was, wurde es gefeuert? Und auf die Außen, auf die Nummer 7. Jonas Wolf haben wir schon oft dieses Spiel gesehen. Er rennt auf die Außen, sucht die Flanke, nimmt das alles mit Fassung, nimmt sich Zeit, spielt den. Auf die Nummer 20, Tim Miller, haben wir auch schon oft gehört. Ging ein bisschen rum und leider wurde er weggeklärt. Nummer 13 mit dem Ball an, schießt und am linken Pfosten leider vorbei. Aber gut probiert. Ja, Christian Klaasen traut sich was zu. Macht ja auch das Spiel dafür, da kann man sich mal was zutrauen. Hat einen guten Schuss, aber leider ein bisschen weit zu links. Weit zu links? Zu weit links. Oder das. Ey, ohne Scheiß, die Hosen sind doch übelst schön, oder? Stark, eigentlich. Ich freue mich, die zu Hause zu tragen. Mit Sorry. Wenn die zwei Tore stimmen, wäre ja schön. Stöbe. Wer sonst? Ohne Scheiße, ich sehe den Kopfball so und vor mir der Typ, der springt schon hoch. Ich dachte, oh fuck, das kriegt der nicht. Stöbe kommt mit 200 km/h durchgesprungen und haut den da rein. Das habe ich noch nie gesehen. Aber der spielt auch Landesliga. Ne? Bei Rosetz, bei euch. Erster. Stöbe. Stürmer, der alle Tore macht anscheinend.
krank, der hat einen kranken Schuss, der ist schnell, der kann dribbeln, der kann alles, Alter. Ich glaube, die reden hier von Oliver Bieber. Gibt's noch einen? Kenn ich einen noch nicht. Heimer Nummer 13 tut sich ja gut den Ball kämpfen, ey. Wirklich kampfstark. Bringt nein, aber seine Mitspieler können ihn leider nicht verwerten. Tim Miller am Ball. Oh, Hiller, immer dieser Hiller. Frischer Motor heute hier. Hiller und Klaassen, also die treiben heute hier wirklich das Spiel voran. Zusammen mit McLovin. Wir hatten ja diese Emo-Mucke hier im Hintergrund an. Meine Güte, ey. Lukas Sosinka, ey. Das ist ein Typ. Also der hört hier Emo-Mucke, hält seinen Handbruch hinterher und tut sich einfach nur sinnlos am Bierstand besaufen. Also irgendjemand sollte hier mal einschreiten und den hier vom Spielfeld wegnehmen. Das ist ja unfassbar. Das ist ja Teamkapitän. Lukas Sosinka, möchtest du so ein Vorbild sein? Mann. Lukas Sosinka hat sich vorgenommen, aus seinem Leben nichts zu machen und es ist ihm bis jetzt richtig gut gelungen. Böses Foul da vorne. FC Ost an Grieche. Ah. Puh, Dominik, nee, nicht voller Robin Weber dort vorne mit der 39. Felix, Menzel liegt auf dem Boden. Eieieiei. 11 Meter. Da sind zwei Kontinente aufeinander getroffen. Die tektonische Plattenverschiebung hat eingesetzt, aber beide stehen wieder. Wahnsinn. Ich will absolut Fehlerplatz. Oh, 11 Meter. Elf Meter. FC Ost. Jetzt tritt an und eiskalt verladen. 23, Martin Trügbo. 8-2, was ich vorausgesagt habe. 8-2, 8-2. Wir sind doch so 7 Tore entfernt von Eck. 8-2 wird. 9-2. Weißt du, was du mich an 8-2 erinnert? Egal. 9-2. Also mittlerweile weiß ja keiner mehr, wie es steht. So viele Tore gefallen ist auch das. Richtiges Torfestival heute hier in Windischleuber. Inter Molbitz möchten sich langsam mal wieder anstrengen. Sind ja ganz schön jetzt ins Hintertreffen geraten. Warum? Inter Molbitz Fühler? Ja, aber nach so einem Tor jetzt hier und nach so einem Elfmeter, also so, den muss man erstmal so schießen. Flach in der Mitte. Aber wer sind die anderen nochmal? FC Ost. FC Ost, ein stabiler Gegner für die wie eine Schleuber Füchse, würde ich sagen. Wolf vorne holt sich den Ball. Lässt noch einen stehen. Macht mal ein Fahrrad. Wieder klärt. Schickt das Ding lang. Und Heimer mit dem Einwurf. Erstmal hinten rum. Locker wieder das Spiel aufbauen. Machen sie gut. Seitenwechsel leider zu kurz geraten dabei. Die haben gar keinen Elfer drin. Also wir würden ja gerne hier die Nummer 11 kommentieren. Also der macht ein echt gutes Spiel vom ersten FC Ost. Aber der ist eigentlich gar nicht mit hier eingetragen auf der Mannschaftsaufstellung. Langer Ball von Christian Klaassen. Geht er ins Aus? Nein, er wird noch geholt. Aber Verteidiger drängt gut ab. Kapitän ist das, hä? Piet, oder? Vom ersten FC Ost. Nummer 66. Piet Rüter. Rüter. Ja? Piet Rüter. Rodier. Rodier. Piet Rodier holt sich das Ding dort. Beweis der Klasse, der Kapitän. Gutes Vorbild im Gegensatz zu Lukas Sosinka. Amen. Eine Trolle? Ja, das sind wo? Wo? Da ist genau der Balken davor. Wenn du jetzt auf den großen Tannenbaum guckst, links daneben. Tannenbaum, der große Tannenbaum und links daneben der grüne Busch. Jetzt ist er genau vorm Tannenbaum. Ich sehe gar nicht. Ist es gelogen gerade oder? Nein. Da ist wirklich eine Drohne. Das ist gelogen. Kannst du sagen, ob er lügt oder nicht? Nein, guck doch mal. Der große Tannenbaum. Du schießt doch. Der große Tannenbaum und dort ist eine Drohne. Mann, seht ihr?
Lukas Susinka, würdest du mal ein Bier weglassen? Sag mir nochmal, wo die Drohne ist. Würdest du mal ein Bier weglassen? Wir sehen hier ein sensationales Spiel, wirklich. Jetzt sehe ich die Drohne auch nicht mehr. Ja. Genau, böse Zungen behaupten, es wären UFOs. Doch, ich sehe sie doch. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, liebe Zuschauer, Sie merken, Oliver Bieber, unser Seher, hat es gut vorhergesagt. Die Drohne ist mittlerweile spannender als das Spiel. Die beiden Mannschaften möchten langsam mal wieder hier einen Tritt kommen und was machen. Vorm weißen Haus, jetzt musst du aber sehen. Vorm Haus, unter dem Fenster. McLovin gut durchgesteckt. Auf Atri. Wie viele Minuten haben wir noch? Nicht mehr so viel. Viele Stunden haben wir noch. Nummer 15 Ball. Flankt rein. Und Julius Schubert neige geflankt. Leider. Zorn, genau. Da ist eine Drohne. FC Ost mit dem Abstoß. Peter, Kapitän am Ball, versucht es erstmal hinten rumzuspielen. Aber leider ohne Erfolg. Molbitz holt sich den Ball schon wieder. Wow, böses Foul von der Nummer 17. Jonas Brenner sucht da Körperkontakt zu Vivian Hüttich, der Nummer 7. Freistoß, erster FC Ost. Aus der eigenen Hälfte. Ja, gut vorgespielt, nimmt er gut an. Gut auf die Außen verteilt. Gut auf die Außen, leider. Verteilt, aber leider zu optimistisch. Leider zu weit. Ins Aus. Einwurf. Also mit dem Fahrrad hätte er ihn gekriegt, aber. Mit einem E-Bike. Leider nicht erlaubt hier. Leider nicht erlaubt hier. Dürfen wir nicht verwenden. Die 17 spielt aus. Nummer 3. Kurzes Geringe am 16 Meter Raum, aber die Nummer 5, Zarea Dagestani, da haben wir ihn wieder, hat er gut den Ball behauptet. Sein Mitspieler hat ihn verloren. Jetzt die Nummer 15, Julius Schubert. Wieder zu optimistisch. Nein, wieder zu optimistisch. Leider wieder kein Tor. Aber Inter Molbitz versucht langsam wieder ihr Torkonto zu erhöhen. Schauen wir mal, was wird. Adrian hat es auf jeden Fall Lust, sieht man, er ist immer mit vorne dabei, sucht den Ball, er möchte noch mal ein Tor machen. Ja, kommt schon wieder die absolute Emo-Mucke im Hintergrund. Teenage Dirtbag. Alter, der heult rum, dass er keine Alte kriegt für seinen Abschlussball, natürlich. So. Auf dem Kleid an, ja? Oh, guter Ballwechsel hier auf die Seite, aber auch zu optimistisch. Adnan Khaled, guter Mann, holt sich da gut den Ball, er kämpft da auf der Seite, aber. Ah. Jetzt hat aber gerade die zweite Mal die Nummer 3 auf. So, es geht wieder über die Mitte. Zarea Dagestani, der Antreiber hier in Halbzeit 2, auch schon in Halbzeit 1 gutes Spiel gemacht, oft am Ball gewesen.
aber manchmal ein bisschen übermotiviert. Versucht da durchzukommen, lässt zwei stehen, müsste dann auch wirklich mal den Ball abgeben. Und der Molbitz wieder am Ball. Adri Bauer, Adri Bauer. Guter Pass, guter Pass. Klaassen steckt gut durch auf Dominik Vollack, aber leider einen Meter zu weit. Tja, Dominik. Marco kennt sie ganz gut. Dominik Vollack hat ein bisschen zugenommen, oder? Also, ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätte der den Ball bestimmt noch bekommen, aber das Bäuchlein, das wächst langsam ein bisschen. Wie viele Minuten sind noch zu spielen? Noch 8. Mit Verzug vielleicht 10. Ich denke ja 18. Wir haben ja 10 Minuten lang unseren Filmer gesucht. Unseren Kameramann. Oh, da scheint es Elfmeter zu geben. Tschüssi. Danke. Yes. Jetzt Elfmeter. Pete scheint da gefoult zu haben. Ich weiß nicht, ob sogar ein... Ciao. Mach's gut. Tja, jetzt ist die Frage, wer... extra den Hüter eingewechselt. Jetzt zwei Torhüter von Inter Molbitz auf dem Platz. Einer, der schießen soll, den Elfmeter. Das ist Jakob Dittmer. Jakob Dittmer! Mach das Ding rein! Hüter sogar noch dran gewesen mit der Hand, aber der war einfach zu straff geschossen. Unhaltbar. Mit 187,6 km/h dort in die Ecke neigeballert das Ding. Der Hüter kann froh sein, dass seine Handschuhe nicht verbrannt sind und seine Hand gebrochen. Mann. Das ist ein Sinker. So, 9-2, oder? Also wir wollten hier gerade den Joker ziehen und unsere mitgereisten Fans fragen an der Bierbude, wie es denn eigentlich steht. So wirklich weiß es keiner, aber wir vermuten 9-2 für Inter Molbitz. Inter Molbitz läuft weiter an. Was ein Wahnsinnspass. Und Adri haut das Ding gegen das Kreuz, gegen den Giebel, gegen das Lattendreieck. So, in der Molbitz. Hiller mit der Nummer 20 wird ihn wahrscheinlich schießen. Ah, dehnt sich nochmal vorher, hätte ich das linke Bein. Ich weiß nicht, was er hier für Yoga-Übung macht, aber wenn es zum Torerfolg führt, schauen wir mal. Und er tritt an. Hätte er da lieber mal sein rechtes Bein gedehnt, statt sein linkes. Naja, gut. Wir sind froh, dass die Fenster noch ganz geblieben sind. Hätte dann nicht das Haus gestanden, würden sie jetzt wahrscheinlich den Ball irgendwo in Nobitz suchen. Was ist eigentlich mit dir?
Thomas Goetz, ich glaube, wir haben unseren dritten Kommentator verloren. Da meldet sich schon seit einer Viertelstunde. Entschuldigung, die Herren, aber ich habe hier leider keinen Platz bei so zwei breit gebauten, jungen, hübschen Kerlen. Da gehe ich einfach unter, hinter solchen massiven Gorilla-Rücken. Ne? Es tut mir so leid, aber ich glaube, mich vermisst ja auch keiner. Ich bin sprachlos. Mic drop. Ich wollte es auch sagen. So, zurück zum Spiel. Ander Molwitz tut hinten gut verteidigen. Guter Ball auf McLovin. McLovin raus auf Heimer. Adri läuft sich bereit. Ja, Adri wird angespielt. Da legt sich den Ball da leider ein bisschen zu weit vor. Geht ins Aus. Abstoß. Stabil, Alter. Schade, Alter, ich nehme eine Angel mit. Na dann. Voilà. Die können wir auch gleich. Kommst du vorbei bei uns? Ich hasse Fisch. Kommst du bei uns vorbei? Ich kann halt nicht den Haken aus dem Mund rausmachen, aber das fickert mir dann. Ich schneide den Kopf einfach. Und den Körper wieder rein. Schwimm! Das ist eigentlich nicht lustig, ne? Ich bin Vegetarier. Nein. Was? Ich hab drei Bratwürste. Ich bin grad sagen. Gut rausgesteckt auf die Nummer 4 auf Lott. Alter, da ein bisschen zu langsam. Molwitz mit Hiller. Wahnsinn. Oh, was ein Pass auf Dominik Vollack. Diesmal hat er seine 95,8 Kilo unter Kontrolle und läuft den Ball. Gerade so. Kann er aber nicht gut reinbringen, deswegen. Kurzer Abschlag hinten raus. Wieder Molwitz am Ball. Und findet ihn Nummer 10, McLovin. Wow, McLovin sackt das Ding dort ein Wolle auf, aber. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Also ging das Ding eigentlich aufs Tor oder gibt es jetzt so einen Wurf? Wird erstmal eine Hohle gesucht, der Ball. So weit. Ich glaube, McLovin hat dort hinten irgendwo bei Mercedes in Windeschleuber. Ne, wo ist Mercedes? Irgendein Auto abgeschossen. Ja. So. Ja, aber die Mannschaft ist auch stark. Und gegen die spiele ich nicht gerne, weil die sind. Mehr? Wie heißt die Nummer? Gegen wen wir spielen? Gegen Einheit. Einheit. Wichser. Wichs-Team, glaube ich. Also, falls ihr irgendwelche Einheit-Fans sind, sorry, aber. Ihr seid echt ganz schön gemeine manchmal und ganz schön brutal. Also, eure Fans wurden nicht für umsonst gesperrt. Aber kurze Frage an die Einheit-Fans. Wie hat eigentlich eure erste Mannschaft im Pokal gegen SV Rositz 2 gespielt? Verloren. Okay, weiter geht's. Ja, wir wollen ja nicht parteiisch sein, deswegen geben wir das Mikro erstmal weiter an Thomas Goetz. Und ich geb's weiter auf Olli Bio. Ich gebe das Mikro weiter an den, der ist heute nicht den Arsch abgewischt hat. Und ich gebe das Mikro weiter. An jemand mit vollem Power. Lea? So, Eckball. Gefährlich. Irgendjemand kam an Ball und hat nicht gesehen, wer, weil die Sonne steht mittlerweile so tief, dass sie ihn frontal einfach noch komplett ins Gesicht leuchtet. Meine Sonnencreme habe ich leider vergessen. Aber ich denke, wir halten hier durch für die Fans, um das Spiel weiter zu kommentieren. Ich habe eine Sonnenbrille gefunden. Setz sie auf. Jetzt wird's. Nee, es ist zu dunkel, da sehe ich gar nichts mehr. So, Ecke für FC Ost. Wir sehen nicht, wer die ausführen wird. Aber. Da ist leider das Vereinsheim im Weg. So. Abschluss einfach mal probiert von der 16er, leider abgefälscht daneben. Was macht der Schiri? Ist es jetzt Abstoß oder doch noch ein Eck? Der Schiri guckt schon auf du. So lange kann es nicht mehr gehen. So lange wird es auch nicht mehr gehen. So, ich bin gespannt, wie viel es steht, weil wir haben uns ein bisschen verzählt bei den ganzen Toren, muss ich ehrlich sagen. Und die Ecke kommt zu weit nach hinten, zu optimistisch gedacht. Die 10 verteilt, McLovin auf 31, weiter auf Tim Hiller und wäre sogar gut angekommen, aber der
Verteidiger standet zu gut und weiter verteilt und die 23 versucht einfach mal mit dem hohen Ball und leider rechts vorbei. Starkes Ding, Alter. Sau gut. Der Elfmeterschütze war gerade bei uns. Gutes Tor, gutes Tor. Ist nochmal gemacht. So. Wiederholen nochmal, 196,8 km/h hatte der Schuss von dem. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die Hände noch beim Torhüter dran sind. Torwarthüter. So, Abstoß. Torwarthüter? Also der Torwarthüter tut den Torhüter hüten, oder was? So, es geht weiter. Wir klopfen am Ball. Sucht den Mitspieler, findet keinen, dreht sich nochmal, findet Brenner in der Mitte. Brenner zieht einfach mal ab und schießt einen Clown ab. Reihe. Tja, gut gedacht. Ecke zu geben. Gut gedacht, aber leider abgefälscht. Der hätte auch mal reingehen können. Marco, du musst doch beide trainieren, nicht auslassen. Aber ich kann auch nicht schießen, wissen, wie das geht. McLovin zieht ab. Tor. McLovin in der Halbzeit noch bei uns. In der Halbzeit noch bei uns gewesen, McLovin. Und da hat er sein Versprechen wahrgemacht. Wollte eine Bude machen, hat eine Bude gemacht. Und hat sie gemacht. Wir haben nicht gesehen, wie, aber es war drin. Nee, mit links einfach mal aus der Ecke vom 16er abgezogen. Ach, ja. Flaches Ding in die lange Ecke. Ja, böse Zunge behaupten. Die Molbitzer haben einfach mal die Sonne so eingestellt, dass sie den Torhüter blendet. Ja, und da ist das Ding drin. So, wie viel steht's? 10 zu. Und was wurde 10 zu 2? Olli, was hattest du geschätzt? Stand es überhaupt 10 zu 2? 8-2. Tja, Oliver Bieber, Sie sind wahrscheinlich doch nicht so ein guter Seher, hä? Hätten Sie sich mal eine Brille gekauft? Mann. Wir können viel Mann empfehlen. Sponsor vom, nee, danke. Vom Spiel. Das ist nicht ungesehen. Alles gut? Wenn zum Geld geht, viel Mann. Danke für die Sponsorschaft. Wir brauchen viele Brillen. Ich hatte 12-3 Klappe getippt, hä? Ja. Also es müssen noch drei Tore rein. Ich wusste gar nicht, dass du so hart schießen kannst. Ich auch nicht. Wir haben hier gerade den Torhüter da. Torhüter. Jetzt muss ich Jakob Dittmer. Also wir haben schon gemessen, dass der Ball bei dem Freistoß mindestens 196,8 km/h hatte. Was sagen Sie denn zu Ihrem Tor? Ich war überrascht, dass es nicht die Schallmauer durchbrochen hat. Ja, nee, aber war Glück. War schön, dass mein Team mir die Möglichkeit gegeben hat und ich habe es verhandelt. Also hat alles funktioniert. Super Mann, super sympathisch. Wir bedanken uns fürs Interview. Und Tim Hiller versucht wieder eine Flanke zu bringen. Bringt sie direkt. Übrigens, Herr Gutz, das war keine Flanke, das war ein Torschuss. Aber gut, kann man nicht wissen, wenn man noch nie Fußball gespielt hat. Nee, die hatten wir ja dann. Ja, die haben wir noch. Kommt doch rüber. Da schieben wir unseren Tor wieder noch mit rein, dann unseren defensiven Schmeißen. Ja, eins zu. Und wir, die schönen hier. Ja, die Schildkröte, hab ich gesehen. Ey, die sind nicht mal einen halben Meter reingekommen. So, McLovin beim Einwurf. Mal gucken, wer sein Mitspieler findet. Wie hat er den denn geworfen? Curveball beim Einwurf. Hab ich so auch noch nicht gesehen. Nein! Nein! Ich stehe da und die rennt einfach rückwärts gegen mich schon mal rum. Wie steht's eigentlich? 10-2, glaube ich. Wenn 120 Kilo sich in die Richtung bewegen, dann kann er nicht mal kurz schützen. Ja, die Mitspieler haben vorhin schon gesagt, die hatten Angst vor denen. Das ist ja die Öffristen der Kabine, wenn du rausgehst. So.
Eckball von Dominik Vollack. Bringt ihn weit, bringt ihn weit. Steht leider keiner, steht leider keiner. Kaputt. Redet ihr von mir? Ah, okay. Ah, Muskelmasse, Penismasse, ich vergesse das immer. Ach, Mann. Oha. Oha. Zurück zum Spiel. Okay. Nummer 17 auf der Außen, versucht zu flanken oder schießt er doch direkt und versucht zu flanken. Leider nur eine kleine Rückgabe zum Hüter. Dominik Vollack schubst da seinen eigenen Mitspieler mit. Keiner weiß so wirklich, was sie dort vorne machen. Sie wahrscheinlich auch nicht. Langer Abschlag vom Hüter von FC Ost. Steht auf ein Bein auf dem Surfbrett, hält es noch, schafft es wieder drauf zu stehen, surft weiter und alle gucken nach links nur so. Was ist das denn? Dann kommt er hier zum Fußball. In der Moibitz spielt es wieder hinten raus. Ganz locker, leicht. 99 tut er einen langen Abschlag antäuschen. Lässt seinen Gegenspieler stehen. Danach kommt der zweite, den lässt er auch noch stehen. Schickt dann gut durch auf Adri Bauer. Wahnsinn, 99, Tristan Hartwig. Wenn der auf einmal im Rennen ist, der ist jetzt nicht so schnell, so nicht direkt, aber wenn der einmal im Rennen ist, ne? Da rennt er hinter, und du hörst so die Atem. Das ist keine Atem, das ist Schlaufen. Ist das. Die Spieler werden so halt mit eingesogen. Oder? Ja, die werden müssen sich festhalten. Ich dachte kurz, ich war irgendwo bei King Kong im Kino. Da rennt er durch. Ich hab ihn gerade so. Bitte iss mich nicht. Wirklich? Er war so ein bisschen Ruhe. Wenn der sich kurz umdreht und sieht nicht, dass da jemand kommt, der haut ihn jetzt voll weg. Mittwoch, Wednesday. Ich habe Dienstag das Training nehmen. Dominik Vollack am Ball, guter Ball. Ah, sein Mitspieler, aber da legten sich selber zu weit vor. Brenner macht es erstmal sicher hinten rum. Nimmt seinen Verteidiger mit. Der spielt weiter hinten rum. Bälle erstmal einen eigenen Reihen behalten. Ich meine, es steht 10-2. Was will man da noch machen? Und da ist das Spiel vorbei.